Ja, Transcargo. Kann man auch mal so machen. Hoppla. Wir haben auch nur 8 Tonnen, ne? 8 Tonnen Containerbäume waren es, genau. Man merkt es. Kaum. Oh. Ist jetzt aber auch eng hier gemacht. Normal ist es doch nicht so. Müssen wir wohl ein bisschen Gras mitnehmen. Kommen wir noch rum, oder? Ja, perfekt. Auch schön hier mit den Gewächshäusern. Komm, next, komm, next. Überhaupt KI lang, ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, fährt so. Den wollen wir mal. Auf Autobahn, alles klar. Autobahn, let's go. Ist die E6 auch? Oder er müsste wahrscheinlich die E6 sein. So gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Möglich ist es. Also, ich weiß ja, was möglich ist. Also, wenn es denn auch Oslo die E6 ist, dann muss es ja auch die E6 sein. Oder auch nicht. Scheinbar ist es doch die E6. Ich glaube, es ist irgendwie die M16 gewesen. Ich weiß nicht warum. M, wobei M ja eigentlich eher britisch ist für Motorway, aber naja. Mir soll es egal sein. Das war die Pfeiltaste, ich wollte die drücken. Wir machen 84 km pro Stunde und ja. Dann genießen wir die 280 km. Oder sagen wir mal 260 km oder 250 km nach Helsingborg. Was glaube ich relativ eine schnurgerade Strecke sein sollte. Oh, kommt hin. Ab und an vielleicht ein paar Überholmanöver, aber das wird es dann denke ich mal auch gewesen sein. Was
was das betrifft zumindest. Weiter auf der E6. Wir sind in Malmö, in der Nähe von Malmö. Echt in der Nähe von Malmö? Oder geht's eher, hä? Malmö? Hä? Malmö ist doch weiter südlich, oder nicht? Ja, eigentlich, ne? Ich wollte schon gerade sagen, aber warum stand da Malmö Zentrum dran? Ah, nee, und er meint, das waren unterschiedliche Sachen, fällt mir gerade auf. Meine Güte. Das sind wir jetzt mal dabei. Das galt nur nicht Stockholm, beziehungsweise Göteborg, eins von beiden. Mir ist mittlerweile auch egal, eben ist das geil. Schon schön hier durchzufahren, ne? Links und rechts Gebäude mit Bäumen. Oh oh. Oh oh. Ich dachte, wir kommen jetzt über die 85 Kilometer pro Stunde und bekommen dann von vorne einen reingedrückt. Malmö und Zentrum, das war halt gerade doch schon ein bisschen verwirrend. Vor allem, weil es für Stockholm halt eh nicht angezeigt wurde. Wahrscheinlich. Ah, war ja wahrscheinlich. Ja, nevermind, das geht wahrscheinlich zum Zentrum Bundesstockholm. Wird es ähnlich sein. Heißt weiter auf der E6, die vermutlich zur E20 wird. Kann das sein? So heißt 140.000 brauchen wir noch.
ist schon schön hier durchzufahren. Schöne Landschaft. KI ist noch ruhig. Und wir sind mittlerweile auf der E20. Das ist aber jetzt auch schön. Links fährt der Zug und rechts ist die Autobahn. Ich frage mich, ob es irgendwann mal für Schweden oder für Norwegen, Norwegen wäre sehr geil, für TSW eine Karte gibt. Und ja, Karte. Das wäre, glaube ich, auch sehr geil. Also klar, ein Train Sim wäre bestimmt auch nicht schlecht, aber ein Train Sim World, boah, da kann ich mir richtig geil vorstellen, so die Bergenbahn oder so da mit der geilen Grafik und so weiter. Das wäre schon geil. Schon was. Jetzt fahren wir wieder auf der E6, okay. Hä? Wir fahren auf der E6, die wurde zu E20, jetzt wurde sie wieder zu E6. Muss ich das jetzt verstehen? Dann ist ja die E20. Mir vorstellen, die E6 heißt noch E6, aber nee, das kann nee. Also es würde Sinn machen, wenn die E6 zu E20 wurde, weil die E6 in Norwegen, aber E20 in Schweden heißt, aber wir sind ja schon lange in Schweden. Macht das halt wiederum wenig Sinn. Und mittlerweile sind wir schon was da, meine Güte. Helsingborg.
habe. Containerbäume von Göteborg nach Helsingborg geliefert. 317 Kilometer Dauer, 4 Stunden. Verbrauch der Treibstoff 199 Liter. Gesamt 6.300 Dollar bekommen. Ach, Dollar. Ich bin immer noch in. Ja, das kommt davon, wenn man kurz vorher Amerika aufgenommen hat. Gestreamt hat. 6.300 Euro und 416 Erfahrungspunkte.